Nun ist dieses Wacken Open Air ein besonderes Wacken Open Air gewesen. Das haben die beiden Veranstalter trotz mehr als 30 Jahren Erfahrung nicht so vorhersehen können. Thomas, wie geht's euch? Ja, ich würde sagen, den Umständen entsprechend gut. Wir haben ein unglaubliches Team an unserer Seite. Das sagen wir eigentlich jedes Jahr. Aber in diesem Jahr gewinnt das nochmal für mich ganz persönlich eine ganz, ganz andere Bedeutung. Aber bevor wir jetzt hier anfangen, erstmal ein riesen, riesen Sorry an die Leute, die hier jetzt nicht sind. Und schmerzt das und zerreißt das Herz. Das ist für uns, wir haben die Familie draußen gelassen, das muss man sich vorstellen. Wir haben die Tür abgeschlossen für unsere Familie. Das war eine ganz, ganz harte Entscheidung. Also unsere Helden sind die, die nicht gekommen sind. Das habe ich an anderer Stelle schon gesagt, aber ich will das hier nochmal in diesem... vielen, vielen Dank, ein riesen Applaus für alle, die hierzu beigetragen haben, die nicht gekommen sind. Das ist ja ein Paradoxum in sich. Die Fans, die nicht gekommen sind, die unseren Anweisungen gefolgt sind, die haben erst das Wacken Open Air 2023 ermöglicht. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Aber ja, vielen, vielen Dank. Und dann muss man sicherlich sagen, eine absolut unglaubliche Leistung aller Gewerke, Veranstaltungsleitung, BOS, die wir hier zahlreich haben, vor allen Dingen der Behörden. Das kann man auch nicht, ich glaube, das muss man hier sagen, das ist nur hier möglich. Wir haben einen Support erfahren von der Bevölkerung, also natürlich von den Wacknern, das war uns klar. Wacken steht an unserer Seite, da haben wir drauf gehofft, da haben wir uns auch drauf verlassen und die haben uns natürlich nicht enttäuscht. Also von Axel Kunkel, unserem Bürgermeister AD, der Brötchen geschmiert hat, mal als ein Beispiel. Unglaublich, was da für Geschichten abgegangen sind in Itzehoe. Baumärkte haben ihr Verkaufsmaterial zur Verfügung gestellt. Eine Solidarität der Musik gegenüber. Ja? Und wir reden hier über Kultur, wir reden über Musik, wir reden über Menschen zusammen. Unglaublich. Also ich werde da auch emotional. Ich muss so ein bisschen aufpassen, nicht, dass es noch peinlich wird. Ich habe keine Sonnenbrille auf. Dann haben wir gezeigt, gemeinsam können wir Herausforderungen stemmen. Ja, das ist in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich. Wir haben uns als Team gefunden. Das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, aber es war dieses Jahr besonders hart, besonders schwer. Ja, trotz schwierigem Start haben wir dann eine gute Stimmung hinbekommen. Ihr braucht nur nach draußen gehen. Wir blicken, wer uns kennt, also es ist, wie es ist. Und es wird sich auch nicht ändern. Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Rain or shine, also das Rain werden wir hoffentlich jetzt irgendwann mal auch wieder für ein paar Jahre streichen können. Ja, ich würde jetzt gerne, oder habe ich schon zu viel erzählt? Du musst mich auch mal unterbrechen. Soll ich wirklich? Mache ich gerne. Aber die Macher des Wacken Open Air sollen natürlich ihren Blick zurückwenden können. Deshalb, Holger, wie ist bei dir die Lage? Wie ist die Stimmung? Was ist dein Resümee? Ja, wie Thomas schon sagte, das kann man nicht nur alles verstehen lassen. Viele sagen, die einen sagen, ja, früher haben wir auch mal Wasser gehabt ohne Ende und so weiter. Ja, wir hatten 2015 im Grunde dieselbe Scheiße gehabt, aber damals waren sie schon alle da. Der Acker war schon vorher voll mit Leuten, mit Autos und so weiter. Und dann kam erst der Regen und dann war es völlig schwierig. Viele kennen das sicherlich noch von 2015, eben auch, was da abging. Nur gebaggert und so weiter. Und das ist eben ganz andere Situation dies Jahr. Da waren sie noch nicht alle da. Und deswegen eben mussten wir die und diese Maßnahmen treffen. Thomas schon gesagt hat eben auch, was natürlich sehr weh tut. Eben jetzt, Stimmung ist natürlich besser geworden, jetzt über die Tage, die jetzt gut funktionieren haben, auch eben. Aber eben, da sind wir demütig genug, wissen, das ist eben ungeil, wie das für einige gelaufen ist, zumindest für einen Teil des Publikums eben auch. Und da müssen wir auch durch Lösungen schaffen, werden wir auch und dementsprechend auch da Abhilfe schaffen.